War gerade Halloween und da erzählt man sich Gruselgeschichten und stellt euch vor, ihr seid mit einem Monster im Haus und könnt das Haus nicht verlassen. Oder stellt euch vor, ihr seid mit dem Klimawandel im Haus oder auf dem Planeten und könnt den Planeten nicht verlassen. Es gibt keinen Planeten B und um das so greifbar zu machen, mit eingespart sein und wie man da rauskommt und begreiflich zu machen, was es damit auf sich hat, was für Folgen hat, da hat sich eine sehr, sehr große Gruppe mit beschäftigt, die aus mehreren Untergliederungen sogar bestand und die mal versucht hat, spielerisch mit einem Spielmechanismus, den einige im Publikum vielleicht kennen, der wird gleich erklärt, klarzumachen, was es damit auf sich hat und wie man da hinterher rauskommen kann. Und jetzt muss ich wirklich ablesen, weil die Gruppe so groß ist. Der Climate Escape Room wurde nämlich gemacht von Peter, Lena, Laia, Noah, noch eine Lena, Dietke, Floriane, Lena, Milena, Paul und Noella. Und die Bühne ist jetzt eure, sobald ihr angeschlossen. Also, hallo? 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 Ach so, okay. Also, wir stellen euch jetzt den Climate Escape Room vor und ja, ich rede jetzt nicht viel und Genau, ich beginne gleich mal mit unserer Vision. Nämlich haben wir gesagt, okay, gerade JugendHack beschäftigt sich eigentlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Und es ist eigentlich ziemlich schwer mittlerweile, so die Fakten zu verleugnen. Aber irgendwie ist es genauso schwer, immer noch das den Leuten wirklich klar zu machen, was denn diese Fakten jetzt bedeuten. Und wir haben einfach nach einer Lösung gesucht, wie wir gerade jetzt Fakten und Daten zum Klimawandel einfach greifbar machen können. Ja, und die Idee war, das einmal spielerisch in einem Escape Room umzusetzen und aber auch künstlerisch einfach greifbar ma zu machen. ja, also ganz am Anfang befindet man sich sozusagen in der Zukunft und kann sehen, wie die Erde sozusagen durch die Folgen des Klimawandels zerstört werden wurde. Und die Spieler des Escape Rooms bekommen dann die Chance, in das Jahr 2019 zurückzureisen und können dort dann durch das Lösen der Rätsel den Folgen des Klimawandels entkommen. Um einige dieser Rätsel habe ich mich mit Noella gekümmert. Dazu gehört zum einen dieses Windrad. Da soll man dann pusten, um eben Ökostrom zu erzeugen, was natürlich super ist. Und dadurch wird auch diese schöne Kiste geöffnet. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings haben wir da einen kleinen Baustein dran, der soll sich mit dem WLAN verbinden und schauen, ob das Rätsel gelöst wurde und das eben auch übermitteln. Jedoch heißt das WLAN hier leider anders, als wo wir das getestet haben und deswegen funktioniert das leider gerade nicht. Trotzdem können wir, denke ich, die Pflanze demonstrieren. Ja, also wenn sich dann durch das Windrad die Kiste geöffnet hat, befindet sich da drinnen ein kleiner Becher, der mit Wasser gefüllt ist. Und den kann man dann rausnehmen und eben eine Pflanze gießen. Und dadurch, dass man die Pflanze gegossen hat, sollte auf diesem LED-Streifen dann ein grünes Licht erscheinen. Und das funktioniert halt so, da drin ist eben ein Feuchtigkeitssensor, der das Ganze dann eben misst. Genau, das war so ein bisschen die spielerische Umsetzung und jetzt kommt noch die künstlerische Umsetzung. Genau, und da habe ich mit generativer Gestaltung gearbeitet. Generative Gestaltung, das ist, man co generiert mit Code, generiert man Formen und Farben und kann dadurch solche Animationen wie das hier erstellen. Und dann aber auch dem Code sagen, hey, wie sollen die sich verhalten? Und jetzt könnt ihr da drüben, könnt ihr eine Zeit sehen, 2027 steht da gerade, das ist die Jahreszeit. Ihr habt ja vorhin schon gehört, man startet 2050 und ihr könnt euch vorstellen, dann ist alles komplette Dystopie. Dann haben wir die Partikel extrem verteilt und zwar die roten, weil die roten, das sind die negativen Partikel. Und dort unten sehen wir so ein bisschen was Helleres. Und wie wir das ein bisschen heller und mehr hell und positiv machen können, wäre jetzt, indem wir eine tolle Challenge hier lösen und dadurch, ja,
dem Klima Gutes tun. Genau. Und das erzeugt natürlich auch ganz schön viel Zeitdruck, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 2040. Wir haben nur noch 10 Jahre. Ja, genau. Also wir haben ein Kraftwerk 3D gedruckt. Das ist die nächste Aufgabe und man muss es sozusagen ausschalten, indem man einen Morsecode mit dem Knopf da eingibt. Und der Morsecode ist eben als Rätsel das Gegenteil von SOS, also OSO. Und wenn man den dann eingibt, dann ist das Kraftwerk, geht sozusagen aus. Es sollte funktionieren. Es liegt vermutlich vielleicht auch am WLAN oder der Knopf ist kaputt. So, also ich habe hier einen Lego-Roboter gebaut, der halt die Welt erobert. Okay, nein. Aber ich habe ihn halt gebaut und anschließend wurde er halt programmiert. Und ich demonstriere jetzt mal, wie das geht. Nichts passiert. Ja, es hat geklappt. Wer redet jetzt? Mein kleinerer Projektteil war dann, dass man 2 Mülleimer macht, um zum Thema Mülltrennung praktisch auch was zu machen. Und da hat man so kleine Müllstücke mit einem RFID-Chip unten dran. Und einen kleinen winzigen Mülleimer, weil die Reichweite leider nicht so groß ist. Und in dem Mülleimer sieht man dann den Sensor. Und unten drin ist ein Microcontroller, der dann halt auswertet, ob das der richtige Chip von dem richtigen Müll war oder halt eben ein falsches Müllstück. Und wenn es dann eben falsch war, kommt es halt am Backend an und das verändert sich dann auch wieder auf der Grafik. Ist das Mikrofon aus? Hallo, hi. Ah, perfekt. Genau, jetzt kommen wir mal zur Jugendhackt-Abschlusspräsentation obligatorischen Technikbelehrung. Wie wir gerade schon gesehen haben, wir waren ganz, ganz viele Kleingruppen, dadurch, dass wir einfach 13 Leute, glaube ich, in der Gruppe waren, mit Mentoren zusammen, hatten wir ganz, ganz viele Projekte, in denen wir gearbeitet haben. Und die wollten wir irgendwie am Ende zusammenpacken. Und dafür eignet sich sehr gut, wenn man eine Datenbank am Ende hat, auf der all die Daten zusammengespeist werden, so dass man eine Gesamtübersicht hat und dann auch mit der Visualisierung von Dietke, also diesen Partikeln, gescheit kommunizieren kann, so dass sie sich verändern, je nach dem Fortschritt. Genau, das haben wir gelöst mit Python und Flask. Flask ist ein Web-Developer-Tool aus Österreich, ja. Hallo Ilona. Damit haben wir ganz, ganz viel gearbeitet, genauso wie mit MQTT, das ist so ein Home Assistant, Home Automation, Internet of Things Protokoll, ganz toll. Also wenn ihr irgendwann was damit machen sollt, schaut euch MQTT an, ist echt super. Und wenn ihr irgendwelchen Beispielcode braucht, wir sind auch auf GitHub natürlich. Und genau, macht da ruhig einen Force Push Request, das kann nur lustig werden. Genau, und folgt uns auf GitHub, das ist immer toll, wenn wir da neue Follower haben. Ja. Ja, also eigentlich wollte ich auch noch was zur Technik sagen, aber das hat Paul jetzt erfolgreich von mir geklaut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde nicht erwähnt, falls ich richtig zugehört habe. Und zwar diese Generative Art Oberfläche, die wird mit einem Beamer in den Raum projiziert und funktioniert dann so ein bisschen als Umgebungslicht, also so ein Ambient Mood Light, keine Ahnung. Ja, und für alle, die nicht zugehört haben, haben wir das nochmal ganz schnell zusammengefasst in einer Abkürzung, die nennt sich Itztvqüdsrpsvuha. Oder ja, irgendwie so ähnlich zumindest. Und das heißt, escape the climate change that will kill you if you don't survive, so run. Please save us, we have alpacas. Also. Ja, und noch ganz kurz ein ganz, ganz fettes Dankeschön an unsere MentorInnen, die uns nämlich echt super unterstützt haben. Und ich glaube, wir haben alle richtig viel gelernt von Projektmanagement über Umsetzung und Präsentation. Dankeschön, tschüss. Ich muss. Ja, ich.
Ich habe ein Geständnis zu machen. Ich bin schuld daran, dass es hier nicht funktioniert hat mit dem WLAN. Ich habe es gerade on the fly noch schnell richtig konfiguriert. Mein Vorschlag wäre, dass alle, die nahe interessiert sind, sich das nach vielleicht draußen angucken können bei euch. Wäre das eine Option? Na klar, okay. Dann funktioniert es auch wirklich. Ich habe es nämlich gesehen, dass es funktioniert. Es funktioniert wirklich, wenn es ich nicht kaputt gemacht hätte.